Vor einigen Tagen wurde ein sogenannter Preliminary Report zum tragischen Absturz des pakistanischen A320 Ende Mai mit insgesamt 98 Todesopfern veröffentlicht. Damit haben wir jetzt auch mal eine vernünftige Basis, um ausführlich über diesen Unfall sprechen zu können. Und das machen wir jetzt in den nächsten zwei Beiträgen. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Eine wichtige Sache möchte ich direkt mal vorweg sagen. Ganz ähnlich wie bei dem Video zu der A350 Windshear Recovery aus Chicago, kann man auch hier jetzt nicht einfach so drauf losspekulieren. Natürlich wirft dieser Unfall hier in Pakistan mit dem A320 nochmal deutlich mehr Fragen auf als so ein A350 Go-Around, über den wir da letztens gesprochen haben. Aber nichtsdestotrotz bin ich auch hier logischerweise erst einmal als Standard davon ausgegangen, dass die Leute, die da vorne im Cockpit des A320 gesessen haben, absolute Profis waren. Genau wussten, was sie taten. Was nicht heißt, dass die keine Fehler machen können. Schwerwiegende und vor allem tödliche Pilotenfehler aus Bildern einer Überwachungskamera herauszulesen, das wollte ich nicht und das kann ich logischerweise auch gar nicht. Dass es aber wieder so viele Leute probiert haben, so kurz nach dem Absturz, das war wieder bemerkenswert und doch etwas schade. Der jetzt veröffentlichte erste Bericht hat mir dann aber auch gezeigt, dass es wahrscheinlich gar nicht so schlecht war, dass ich auch erst einmal auf diesen gewartet habe, denn tatsächlich habe ich für mich selber darauf spekuliert, dass es da definitiv ein massives technisches Problem gegeben haben muss. Denn die Informationen, die es bereits kurz nach dem Absturz überall zu finden gab, die konnte ich mir für mich selbst nicht als eine Story zusammenbauen, ohne dass da noch ein technischer Fehler hätte dazukommen müssen. Deswegen kam bis jetzt auch immer noch kein Beitrag von mir zu diesem Vorfall. Mittlerweile wissen wir das aber alles so ein bisschen besser und dass es auf diesem Flug ein technisches Problem gab, ist mittlerweile sehr unwahrscheinlich geworden. Vielmehr ist jetzt das in Frage zu stellen, was ich eigentlich, wie gesagt, als Standard vorausgesetzt hätte, nämlich ob die beiden da vorne wirklich Profis waren. Der Airbus A320 der Pakistan International Airlines ist am 22. Mai ohne besondere Vorkommnisse am Flughafen von Lahore zu einem ganz normalen 1,5-Stunden-Flug nach Karachi aufgebrochen. An Bord befanden sich 91 Passagiere, 8 Besatzungsmitglieder, 6 davon Kabinenpersonal, ein Kapitän und ein erster Offizier, ein Co-Pilot vorne im Cockpit. Knapp 2 Wochen vorher wurde dieses Flugzeug aus seiner, ja, in Anführungszeichen, Zwischenlagerung, aus einem längeren Parken wieder herausgeholt und befand sich seitdem wieder im Betrieb. Die Maschine war vorher knapp 40 Tage lang geparkt. Wundert jetzt nicht wirklich, denn so wie viele andere Flugzeuge in der aktuellen Krise auch, war dieses Flugzeug für eine gewisse Zeit lang einfach überflüssig und wurde nicht für den Betrieb der Fluggesellschaft benötigt. Auf dem mittlerweile ausgewerteten Voice Recorder des A320 ließ sich aber schon an dieser Stelle, also ganz zu Beginn des Fluges, feststellen, dass die Cockpitbesatzung untereinander nicht so kommuniziert hat, wie man das ganz gerne von einer Cockpitbesatzung haben möchte. Bei einem Großteil des Fluges haben die beiden da vorne im Cockpit keine Standard Callouts benutzt. Ganz kurz zur Erklärung, Standard Callouts gehören zu den sogenannten SOPs, zu den Standard Operating Procedures. Diese sind für jeden Flugzeugtypen vom jeweiligen Hersteller und dann noch einmal angepasst von der jeweiligen Fluggesellschaft vorgegeben und decken verfahrensmäßig so ziemlich alle möglichen Szenarien ab, die einem bei einem ganz normalen Flug begegnen können. Ganz einfaches Beispiel, dieses Hin- und Her-Gerede beim Takeoff. Habt ihr bestimmt schon mal in irgendeinem Cockpit-Video gesehen, da sagt der eine dann irgendwann 100 Knots oder 80 Knots oder je nachdem, was halt bei der jeweiligen Fluggesellschaft dann Procedure ist, dann kommt vom anderen Checked, dann heißt es irgendwann V1 oder Go, dann kommt Rotate, dann Positive Rate oder Positive Climb, dann sagt der andere wieder Gear Up, das wird dann nochmal wiederholt, Gear Up, das sind Standard Callouts. Und da wird der Ball im Cockpit quasi immer von der einen Seite zur anderen gespielt. Und zu den wichtigsten Funktionen dieser Standard Callouts gehört eben, dass dauerhaft alle da vorne im Cockpit im Loop sind und dass eben tatsächlich auch ganz einfach nichts vergessen wird. Start, Landung, Go-Around, das sind alles sehr dynamische Situationen, bei denen man durchaus mal etwas vergessen könnte. Und diese Standard Callouts sind dann quasi so ein roter Faden, der einfach dafür sorgt, dass alle nötigen Aktionen in der richtigen Reihenfolge zur richtigen Zeit durchgeführt werden. Ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Auf dem Weg nach Karachi wurde das Flugzeug dann mit einer entsprechenden Freigabe für einen ganz normalen Sinkflug und mit einer Freigabe für eine ganz normale Anflugroute versorgt. Zu erwarten war von Anfang an ein ILS-Anflug auf die Piste 25 links. Die Piloten konnten sich da also darauf vorbereiten. Wenig später gab es dann die Möglichkeit, direkt zu einem Punkt etwa 15 nautische Meilen vor der Schwelle der Piste 25 links zu fliegen. Das ist gerade in den jetzigen Zeiten, wo ganz einfach in den Lufträumen auch rundherum um diese großen Flughäfen nicht so wahnsinnig viel los ist, nichts Ungewöhnliches und eigentlich von den Piloten eine gern genommene Abkürzung.
Allerdings sorgt diese Abkürzung dann auch dafür, dass man da vorne tatsächlich mal Pilot sein muss. Man hat dann die Aufgabe, den Sinkflug so zu gestalten, dass es nach hinten raus eben keine Probleme gibt. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, um den Sinkflug anzupassen oder eben verschiedene Möglichkeiten, um mit den Triebwerken im Leerlauf auf möglichst geringer Distanz möglichst viel Höhe abzubauen. Beispielsweise hat man die Möglichkeit, über die Pitch, also über den Winkel zwischen Flugzeuglängsachse und Horizont, die Geschwindigkeit, die Fluggeschwindigkeit zu kontrollieren, und mit höherer Fluggeschwindigkeit kann man den exponentiell ansteigenden Luftwiderstand nutzen, um dann eben auf kürzerer Distanz mehr Höhe abzubauen. Eine andere völlig einleuchtende und auch ganz bekannte Möglichkeit sind dann die sogenannten Speed Brakes, was tatsächlich nicht wirklich was anderes ist als Bremsklappen auf der Oberseite der Tragfläche, die sich dann eben aufstellen und damit den Auftrieb verringern und zusätzlichen Widerstand erzeugen. Und dann gibt es eben noch die Option, in geringeren Höhen das Flugzeug frühzeitig für die Landung zu konfigurieren, das heißt frühzeitig Landeklappen und auch Fahrwerk auszufahren, um zusätzlichen Widerstand zu erzeugen. Reicht das alles auch in Kombination miteinander nicht aus, um bis zum Flughafen ausreichend Höhe und logischerweise auch ausreichend Fluggeschwindigkeit abzubauen? Ja, dann reicht das halt einfach nicht aus. Da muss man in Absprache mit den Fluglotsen über zum Beispiel sogenannte Radarvektoren oder auch tatsächlich, geht wirklich, über simples Kreisefliegen zusätzliche Flugmeilen erzeugen, um auf dieser zusätzlichen Distanz dann eben weiter Höhe oder halt kinetische Energie in Form von Fluggeschwindigkeit abzubauen und den Flieger damit wieder ins entsprechende Sinkprofil zu bringen. Und hier an der Stelle wird es jetzt bei diesem Vorfall wirklich sehr problematisch, denn die Piloten des A320 haben sich nicht nur nicht an Standardverfahren gehalten, sie haben auch zu intensiv zu lange Privatgespräche geführt und sie haben das nötige Sinkprofil für diesen Anflug massiv verpasst. Bei diesem eben angesprochenen Punkt, knapp 15 nautische Meilen vor der Schwelle der Piste 25 links, waren die Piloten mit ihrem Flugzeug noch fast 10.000 Fuß hoch und knapp 250 Knoten schnell. Um aus dieser Energiesituation heraus jetzt noch eine vernünftige Landung mit einem vernünftigen stabilisierten Anflug zu bauen, hätten es schon an dieser Stelle mehr als doppelt so viele Meilen bis zum Flughafen sein müssen. Um die Maschine jetzt aber trotzdem noch irgendwie ins benötigte Sinkprofil zu bringen, ins benötigte Anflugprofil zu bringen, wurden jetzt an dieser Stelle und nicht vorher, jetzt erst an dieser Stelle die Speedbrakes ausgefahren und der Autopilot deaktiviert. Warum wurde der Autopilot deaktiviert? Beim A320 ist es so, dass die Speedbrakes mit eingeschaltetem Autopiloten nur halb ausfahren, auch wenn der Hebel dazu im Cockpit auf Full gezogen wird. Schaltet man den Autopiloten aus, kann man die Speedbrakes hingegen voll nutzen. Und das wurde hier gemacht. Das kann man auch so machen. Ein ausgeschalteter Autopilot erhöht aber logischerweise gerade in einer solchen Situation massiv die Workload für beide Piloten. Trotz mehrfacher Hinweise seitens der Flugsicherung über die zu große Höhe für den Anflug, den man da gerade probiert, wurde der an dieser Stelle schon verbockte Anflug trotzdem fortgesetzt. Auch das eben erwähnte Kreisefliegen wurde seitens der Flugsicherung vorgeschlagen. Der Gleitpfad des Instrumentenlandesystems auf die Piste 25 links in Karachi startet ganz offiziell in einer Höhe von 3000 Fuß, knapp 10 Meilen vor der Schwelle der Piste. Das ist also ein ganz normaler Anflug. Dieser Punkt wurde jetzt von dem pakistanischen A320 in einer Höhe von mehr als 7000 Fuß überflogen, mit einer Geschwindigkeit von knapp 250 Knoten. Das ist eine extrem ungünstige Kombination aus viel zu hoch und viel zu schnell. An dieser Stelle wurde dann für zusätzlichen Widerstand das Fahrwerk ausgefahren. Inwiefern diese ganzen Aktionen das vertikale Flugprofil der Maschine beeinflussen, das lässt sich ganz schön auf der Grafik aus den Daten des Flugdatenschreibers erkennen. Das heißt, der A320 befand sich jetzt mit voll ausgefahrenen Speedbrakes, mit ausgeschaltetem Autopiloten, mit ausgefahrenem Fahrwerk doppelt zu hoch und deutlich zu schnell auf dem Localizer über dem Gleitpfad für die Piste 25 links. Der Lotse weist die Piloten hierbei sogar nicht nur auf die deutlich zu große Höhe für den Anflug hin, sondern gibt zweimal, leider nicht sonderlich nachdrücklich und ganz klar missverständlich, die Anweisung, den Anflug abzubrechen. Knapp unter 3000 Fuß Höhe, etwas weniger als 6 Meilen vor der Schwelle und damit ziemlich genau 1000 Fuß zu hoch, wählen die Piloten dann die Klappenstufe 1 an. Beim A320 fahren dabei lediglich die Vorflügel an der Tragflächenvorderkante aus und diese erhöhen hauptsächlich den Auftrieb und erzeugen dabei nur wenig zusätzlichen Widerstand. Die Höchstgeschwindigkeit, um mit dieser Klappenstufe durch die Gegend zu fliegen, sind 230 Knoten. An dieser Stelle war der Airbus aber nochmal etwas über 10 Knoten schneller, irgendwie 243, 242 Knoten. Das heißt, die Maschine befand sich ab diesem Zeitpunkt ganz klar in der Overspeed, was im Cockpit ein sehr durchdringendes, lautes Klingeln verursacht.
Diese Warnung wurde ignoriert und die Fluggeschwindigkeit stieg teilweise nochmal über 250 Knoten, um den Airbus immer weiter ins Anflugprofil zu drücken. Da angekommen, das heißt, die Piloten haben es tatsächlich geschafft, nur aufgrund der Overspeed war das möglich, das Flugzeug ins Anflugprofil zu drücken. Da angekommen, deutlich zu schnell, wurden dann erst das Fahrwerk und dann die Speedbrakes eingefahren. Der Fahrwerkshebel im Cockpit wurde tatsächlich auf abgestellt. Und das war laut aktuellem Kenntnisstand tatsächlich ein Versehen. Die Situation, in der sich das Flugzeug zu diesem Zeitpunkt befindet, ist wirklich absurd. Die Klappen wurden von den Piloten dann noch auf Stufe 3 ausgefahren, das heißt auch an der Tragflächenhinterkante wurden dann Klappen ausgefahren. Und in dieser Konfiguration ging das Flugzeug durch die 500 Fuß über Grund. Diese 500 Fuß über Grund sind ein Gate, bei der ein Flugzeug allerspätestens vollständig stabil auf einem Anflug sitzen muss. Sonst wird an dieser Stelle definitiv der Anflug abgebrochen. Hier war das Flugzeug 220 Knoten schnell, mit Klappen auf Stufe 3, Gear up und mit einer Sinkrate von knapp 2000 Fuß pro Minute unterwegs. Das ist nicht stabil. Wie genau dieser stabile Anflug definiert ist, das hängt von der jeweiligen Fluggesellschaft ab. Das steht dann in den Handbüchern der jeweiligen Fluggesellschaft. Das hier stand da ganz sicher aber nicht drin. Das ist außerhalb jeglicher Toleranzen. Und eine Overspeed Warning, genauso wie entsprechende GPWS Warnings, also Ground Proximity Warnings und Landing Gear Not Down Warnings, die gehören auch nicht zu einem stabilen Anflug dazu. Too low terrain. 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 Gelandet wurde dann ohne Fahrwerk. Damit belassen wir das Ganze für heute mal. Ich wollte unbedingt so ausführlich über diesen ersten Anflug sprechen, weil hier wirklich so massiv viel schiefgelaufen ist, was gerne mal in einigen Artikeln als missglückter Landeversuch mit vergessenem Fahrwerk beschrieben wird. Aber hier ist wirklich alles schiefgelaufen. Und es wurden ganz offensichtlich so viele Gates missachtet und so viele Grenzen überschritten, dass das alles wirklich sehr schwer nachvollziehbar ist. Ein modernes Verkehrsflugzeug ohne Fahrwerk zu landen, weil man das Fahrwerk vergessen hat, ist eigentlich nicht möglich. Es gibt SOPs, es gibt Callouts, es gibt eine akustische, optische, wirklich durchdringende Warnung, die einem sagt, dass man sein Fahrwerk vergessen hat. Und es gibt nicht zuletzt auch eine Landing-Checklist, in der das Fahrwerk auch durchaus drin vorkommt. Hat ja alles nicht geholfen. Morgen machen wir weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an A.P. oder AP, wie auch immer. Großes Dankeschön an Norbert. Vielen lieben Dank an euch beide für eine großzügige und tatkräftige Unterstützung über meine Patreon-Seite. Damit helft ihr dem Kanal sehr. Vielen Dank dafür. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Und tschüss.